lieber ja, nicht trinken. Das dann klingt ja auch kaputt. Das ist bei dem Kini ganz gefährlich, wenn da Zähne liegen, Karrierehaufen und so. Dann hält die Klinge einfach an und jetzt muss ich Messer wechseln. Was wir gestern mit der Mähmaschine ausgemäht haben. Und zwar mit einem Scheibenmähwerk. Das ist zwar nicht mehr ganz das Neueste, aber im Prinzip gibt Heinz ganz das gleiche System. In der Urzeit hat man es mit sensenähnlichen Werkzeugen gemäht, mühsam, seit es ein Eisenerz gibt. Und im letzten Jahrhundert, im 19. Dann hat man dann langsam Mähwerke entwickelt, Fingermähwerke, der was man zuerst mit einem Benzinmotor umgetrieben hat und mit einem Ross oder mit zwei gezogen hat. Und nachher in Gallischen ist man zu selbstfahrenden Mähwerken gekommen, zu Mähmaschinen. Und da dann in Mitte der, also ca. 50er Jahre, 30er Jahre, 40er, 50er Jahre, zu Mähwerken, die was man auf Traktor angebaut hat. Und
in die 70er Jahre. Es sind an die rotierenden, die Trommelmähwerke gekommen. Und nachher in der Folge die Scheibenmähwerke, die was wir eben heute haben. Und die Trommelmähwerke sind eigentlich so ziemlich wieder verschwunden. Ja, ein Scheibenmähwerk hat den Vorzug, dass es natürlich ganz wenig Wartung braucht. Man braucht vielleicht von Zeit zu Zeit einmal Klingenwechsel oder umdrehen und kann dann wieder ein paar Hektar niederlassen. Und dann natürlich auch die Arbeitsgeschwindigkeit. 15, 20 Stundenkilometer ist kein Problem. Und ja, und natürlich auch sehr saubere Mäharbeit, sodass man sich mit zusammenrechnen, mit zusammenpacken, mit allem viel leichter tut, wenn die Grasnarbe sauber angetun ist. Thank you.
immer Kreisel. Mundbraten nennt man das. Früher natürlich auch alles mit der Hand gemacht. Stanken hat man damals alles geglaubt. Die sind heute weitgehend verschwunden, weil man mit den Maschinen das Zeug alles eher dezimiert. Ja, Kreisel hat es auch früher andere Maschinen gegeben. Z-Wender hat das geheißen. Der, was man mit Rost gezogen hat. Und nachher sind sie seit die anderen Geräte gekommen. Und ja, seit in den 60er Jahren gibt es solche Kreisler. Die muss natürlich weit besser arbeiten, aber wie alles, was vorher da gewesen ist. Das verkürzt die Trocknungszeit von Hai um ungefähr einen Tag. Und je nach Erfordernis, je nach Dichte von Futter, muss man halt zweimal und eventuell auch dreimal, wenn das Wetter nicht so gut drückend, fahren. Und ja, Flächenleistung ist da natürlich aufgrund der Breite ganz gut. Da haltet man sich nicht lange auf. Deswegen fangen wir jetzt gleich um.
Bauern abgeben. Und zwar ein Schwaden. Ist dann schon vorgearbeitet. Und ja, ein bisschen etwas erklären, wie es mit den heuer Werbegeräten so gegangen ist in der Vergangenheit. Das ist ein Kreiselschwader. Die Kreiselschwader, die gibt es erst seit ca. 25 Jahren. Früher hat es eigentlich ausschließlich Heiraupen gegeben, auf Traktor oder Selbstfahrende. Und noch früher hat es für Traktor Schubbrechwänder und die berühmten Heirechen, was ein paar Bauern für ihn Sado gehabt haben. Das waren die Maschinen, die was am erstmals das maschinelle Bearbeiten möglich gemacht haben. Und früher ist halt ausschließlich der Reche. Da hat das Personal, das bäuerliche Personal, gemisst fest Rechen und die Bäuerinnen und die Kinder und alle, dass man einen Fleck zusammengebracht hat. Ja, und was noch interessant ist, vor 45 Jahren hat mein Vater die erste Heiraupe gekauft, da kann ich mich noch gut erinnern. Da sind wir raus in Biertersberg gewesen und da haben wir schon eigentlich das halbe Feld händisch zusammengerufen gehabt. Und da hat sich der Vater verstanden, ja, die Heiraupe zu holen. Und da ist er aber raufgefahren, oben ist noch ein Boden gewesen und dann hat man sie ausprobiert. Ja, Maria, das war ein Wunderding. Auch wir, ein richtiges Wunderding ist an das Wirken im Verhältnis zu der Handarbeit. Ja, das ist schnell und gewaltig, nicht? Und dabei ist die damalige Heiraupe überhaupt nichts mehr gegen eine Sauermaschine. Und das tut auch noch viel sauberer reichen. Das ist Voraussetzung, dass der Boden eher ein bisschen ebener ist, weil bei der Heiraupe ist er so, dass sich das eher in Gelände umpasst. Und wenn er so ein Schwader muss, fällt schon ein wenig eben sein, dass er sauber arbeitet. Aber natürlich die Flächenleistung weit her und die Qualität bei der Recharbeit ist auch wesentlich besser. Ja, dann werden wir das in Betrieb nehmen und einmal Rädel gehen.
man aufladen mit dem Ladewagen. Und zwar, das ist ein Steirach, Querschnittladewagen, 20 Kubik. Und der hat eine gezogene Pickup. Und ganz generell zu den Ladewagen möchte ich sagen, ein Ladewagen ist ein unheimlich leistungsfähiges Gerät. Wenn man bedenkt, früher hat man für ein Heifer wieder eine Stunde, eineinhalb Stunden zum Auflegen gebraucht, hat es drei Leute gebraucht, mindestens. Und heute legt man also auch wieder mit 20 Kubik und ungefähr 1500 Kilo Halbhai in 5 Minuten ein. Das ist gewaltig. So, die Ladewagen gibt es auch. Eigentlich herrscht 50er, 60er Jahre die ersten. Früher hat es so ganz einfache Dingswagen gegeben, wo eine eigene Maschine daneben hergefahren ist, die was das Frühten näher gefördert hat. Und nachher noch dann oben mit Frühten gefasst. Ja, dann möchte ich lange sagen, die Pickup ist in dem Fall ja gezogen, was ich schon gesagt habe. Es gibt was nicht mit geschobener Pickup. Der hat den Vorteil, dass sie bei einem sumpfigen Boden sich nicht innegrabet im Boden. Und ja, in den Ladewagen gehen 17 Messhöhne. Das macht, wenn man silieren will, eine Schnittlänge von 8 cm. Und also beim Heiladen habe ich drei Messer drin, das gibt eine Schnittlänge von 32 cm. Sodass es dann auch beim Fördergebläse viel leichter, viel schneller hineingeht. Ja, dann fahren wir mal eine Runde, ein Zwei-Riedel auflegen, dass wir das einmal per Video vorführen können. Etwa, dass wir aufs Feld gehen und schauen müssen. Okay.